So, jetzt waren wir schnell auf der Scale. Alles okay. Was haben wir an für ein Gewicht? 77.700 Pounds. Ja. Das entspricht einem Gesamtgewicht von 36.000 Tonnen. Das wär's ja, wa? 2,2 ist 35.300. Naja, also fast 36 Tonnen. Ja. Da Bescheid. Da ist alles okay. Ach, die Sonne, die scheint so schön. Das trügt so gemein. Echt. Alter Schwede. Ja. So, jetzt geht's weiter und dann suchen wir uns mal irgendwie was zum Frühstücken. Ja. Und für heute Abend hätten wir noch einmal Kartoffelsuppe. Ja. Gestern Abend haben wir Rouladen also gegessen. War gut. Wir stehen heute Abend auf dem Turnpike, also ja. Service Area. Ja. Na, da kriegen wir ja was, wa? Oder? Na gut, wir werden sehen. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Straßen gestern so ausgesehen haben. Der Schnee. Wir müssen links rum, Frank. Links rum? Fährt der weg? Na, dann fährt er rechts rum, oder? Ja, dann können wir... Ich weiß nicht, ob da auch die Ausfahrt ist, ganz ehrlich. Aber die stehen alle hier in die Richtung, also... er kam ja nun wirklich nicht überraschend, der Schnee. Der Wintersturm war angekündigt. Dies war angekündigt bis 20 cm Neuschnee und extrem schnell. Ich verstehe nicht, dass die da gestern nicht gestreut haben, nichts geräumt haben. Das ist für mich zu hoch. Es ist da völlig... Ja, vielleicht kommt da ja doch nicht. Es ist völlig zum Chaos da gekommen. In der Stadt überall so viele Unfälle, so viel Elend da gestern gesehen. Das ist also wirklich unbegreiflich. Ich komme da echt nicht drüber weg. Na gut, es ist Geschichte. Hoffe ich, dass jetzt unterwegs nicht auch noch mal irgendwas in der Richtung... Was? Big Hole. Ja. Big Hole. Nochmal irgendwas passiert. Ich meine, gestern, Steffen war gestern unterwegs da zwischen Fargo und Grand Forks. Und da war wohl auch Schneesturm. Ja, also... Gut, wir lassen uns mal überraschen. Jo, jetzt kommen hier natürlich auch ein paar Berge. Wasser, jetzt kommt erstmal gleich wieder eine Zahlstelle. Ihr habt's alle eilig. Ich scheine noch leer zu sein. Schnee und Eis am Auto hatte, dann ist das nach solchen Straßen dann wirklich weg. Jo, wir sind wieder in Pennsylvania. Keine Ahnung, was da wieder los ist.
Aber irgendwas ist da los. Wahrscheinlich nur eine Ausfahrt oder eine Auffahrt oder irgend sowas. Eieiei. Was sagen Sie dazu? Ich bin praktisch sprachlos. Sprachlos? Ich bin sprachlos. Du? Ja. Wie immer. Oh, wie immer. Okay. Ich weiß nicht, warum Sie das denn lächerlich jetzt hier. Ja, okay. Ja. So, da ist erstmal Tannersel. Ich bin mir fast sicher, das kennt jeder von Ihnen. Das kennt jeder. Tannersel kennt jeder. Tannersel. Mal da hinten mal Urlaub. Was lernt? Alter. Ja, der steht da aber schon ein bisschen länger drin. Ne? Und das war jetzt wahrscheinlich der Grund, warum die hier alle so langsam gefahren sind. Ja, und der Schnee geladen hat. Ja, und hat Schnee geladen. Oh, der Frank. Ja, aber da geht es immer noch langsam, dann wird das nicht der Grund gewesen sein. Obwohl, denen hier das zuzutrauen ist, das schon. Das Gute an dieser Schneeladung ist ja, das ist Self-Unloading. Ne? Du brauchst da kein Tor fahren, du brauchst keine Unterschrift. Zack, von allein. Oh Mann. Dann sollte man sollte so eine Schneeladung mal für Miami nehmen. Ja. Eine Schneeladung für Miami. Die lädt sich unterwegs automatisch ab. Kommst an und Trailer ist leer. Also, ready for reload. Eieiei. Naja. Wenn du fährst, muss natürlich tauchen, ist klar. Ja, ist klar. So, aufgepasst. Hier stehen sie schon wie. Oh, der ist da richtig reingerutscht. Er hier nicht. Aber er ist richtig mit dem Arsch darin gerutscht. Und der muss da wirklich. Ach, Towtruck ist schon da. Naja, dann geht das ja schon. Und was soll ich euch sagen? Ach Mann, ey. Und wir wissen natürlich nicht warum, ist klar. Lane closed. Nur weil die rechte Spur geschlossen wird, ja. Ist hier der Stau. Mhm. Ja, genau, Spiegel putzen. Soll ich den auch mal putzen, Frank? Oder kannst du noch sehen? Moment. So, endlich, ich weiß gar nicht nach wie vielen Meilen, hörte dann hier wirklich die rechte Spur auf und bis hierhin echt wirklich Stau. Jetzt mal sehen, wie lange wir jetzt hier noch rumstehen. Wie von Geisterhand. Peng, peng, peng. Alles wieder frei. Jawohl. Oh Mann. Der sitzt aber mächtig in der... Naja. Oh, 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 oh.
Güte. Kompletten Trailer weggeschmissen. Neuer Trailer ist schon da, die packen um. Ja, und ihr seht hier die Bäume und Wälder immer weißer. Es ist, ich weiß nicht, das ist kein Regen, das ist kein Schnee, das ist so ein, ja, irgend so ein Mischmasch-Zeug. Ja, wir sind immer noch auf der Interstate 80 West. Jetzt kommt gerade eine Message. Ja, sonst im Moment keine besonderen Vorkommnisse. Alles okay im Moment. Ei. Das ist alles nicht mehr in Ordnung hier. Einer nach dem anderen. Oh, der steht auch noch dran, der Truck, wa? Klar. Oh. Meine Güte, nee. So. Jetzt wird der Frankie tanken. Ich habe schon Müll entsorgt. Boah. Unangenehm feucht da draußen, feucht, kalt. Boah. So I-Wetter. Ja, das wird aber noch schlimmer. Das wird zum Igitt-Wetter. Ja? Ja, ich sag dir. Das wird steiger zum Igitt-Igitt. Mach mal deine Mütze weg, du Teletubby. Ja. Genau. Peace. Ja, jetzt tanken. Gleich geht die Kamera aus. Und dann fahren wir noch eine Stunde für heute. Und dann melde ich mich nochmal. Nee. Telefon! Ich sag schon mal Tschüss. Hallo? Ja, bitte. Der telefoniert jetzt noch. Na, du stehst auf Frankfurt. Ich wollte, das ist die Europa-Liga. Wo ist er denn? Seht ihr mich? Tschüss. So. Guten Morgen. Es ist guten Tag. Nur für Gabi ist es guten Morgen. Ja, für mich ist es guten Morgen. Der Frank fährt schon 5 Stunden und ich war noch im Bett. Ich wollte heute einfach nicht aufstehen, weil das, was ihr da draußen seht, das drückt ganz schön. Ja, jetzt sind minus 5. Vorhin hatten wir minus 17. Ja. Alter! Sonne scheint, blauer Himmel, minus 17 Grad. Na toll! Ja, ist nichts. Ist nichts Besonderes zu erzählen. Aber du kannst den Leuten noch mal ein bisschen was zeigen hier. Ja, ich zeig den hier. Guckt euch das an. Also. Echt. Das ist der schöne Very interesting. Bundesstaat Minnesota. Minnesota, ja. Very interesting. Ja. Guck mal, da ist ein Zaun und eine Lampe. Und eine Tanne. Und da ist die Qualm, da werden Wolken gemacht. Da werden die Wolken gemacht, genau. Das ist die Wolkenfabrik von Minnesota. Da gibt es hier einige von. Ja. Tja, so sieht's mal aus. Jetzt halten wir gleich irgendwo an, DEF tanken. In Hasty. Ja, Silver Creek. Ja, Silver Creek. Hab ich mir mal erschreckt. Ah, lass das. Aua, der hat mir eine Seite gepiekt. Au. Mann. Ja, und wie wir gehört haben von Steffen, der hat uns gestern hier angerufen, da gibt es jetzt wieder kleine Kalender. Die brauchen wir hier immer im Truck. Wo ist denn deiner? Sowas hier. Da. Und sowas brauchen wir wieder fürs nächste Jahr. Und die haben welche zu liegen an der Kasse. Da werden wir uns 2-3 Stück holen. So. Aber jetzt kann ich euch die Wolkenfabrik noch mal ein bisschen näher zeigen. Seht ihr, da kommen schon die ersten Wolken. Ja.
Frankie geht da mal kurz rein. Ich mache jetzt hier mal das Licht aus. Du mal das Licht aus. Ups, hab doch schon. Geh, hopp. Mach hinne. Oh. Ist das kalt da draußen. Minus 11 im Moment. Und wir kriegen minus 18 mit Windchill minus 24. Oh, wir werden heute Nacht im Yard stehen, weil wir morgen früh erst ausladen können. Boah, da müssen wir aber schön die Heizung heute hochdrehen. Alter Schwede. Ja, so ist das. So, was weiter war heute eigentlich nichts auf dem Weg hierher. Jetzt sind wir immer noch an der Grenze. Und jetzt haben wir noch so noch gute 100 Kilometer zu fahren bis ins Yard. Dann werden wir uns da bei Payne unsere Kartoffelsuppe heiß machen und die essen. Uah. Cool, hä? Oh, Kinder, es ist so kalt da draußen. Ich sag schon mal tschüss. Der Frankie bestimmt auch. So, PKW läuft schon. Wohin? Eben war er noch an, da hinten. Wo läuft er hin? Irgendwo hin. Sag tschüss. Humuckl. Haben Sie schon gesehen? Habe ich schon gezeigt. Also, tschüss. Bye, bye. See you tomorrow in the morning. Guten Morgen, wir sind in Oak Bank, der Franki und ich. Wir haben jetzt frei bis Freitag. Freitag früh muss ich in der Klinik, da werden ein paar Ultraschalluntersuchungen gemacht. Und dann fahren wir nach Florida. Am Freitag. Ich hoffe, der Frank kommt gleich runter. Ich will Frühstück, beziehungsweise wir wollen Frühstück essen. Dann müssen wir in die Stadt rein und den Truck wieder in die Werkstatt bringen. Ach ja, meine Haare sind ab. Da habt ihr gesehen, da ist alles Naturfarbe, nur noch hier vorne so ein bisschen blond, aber das geht auch noch weg. Ja, wollen wir mal warten, dass der Franki kommt. So, der Frank hat sich auch schon runter bemüht. Was? Da ist er. Und liegt schon wieder auf Kippe. Guten Tag. Was gibt's denn hier Schönes? Wo sind meine Brötchen? Wo ist mein Frühstück? Ja. Hier, kannst du toasten. Boah. Ich darf das? Du darfst das. Ich darf toasten. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist wieder soweit. Ich darf toasten. Darf ich nicht so oft. Was, toasten? Ja, also ja. Das ist schon was Besonderes eigentlich, ne? Wahrscheinlich ist das wieder ein besonderer Tag, den ich nicht kenne. Hä? Oh. Wie viel willst du? Siehst du das im Hintergrund? Wie viel willst du? Da wird mein Toasten vorbereitet. Wie viel willst du? Alle. Mensch, sag doch mal. Ja? Zwei. Zwei ganze. Ja. Ist dieser komische Toaster noch jetzt ins App gesteuert? Du bist auch gleich App gesteuert. Du hast kein Toaster-App? Nee, Frank.
Irgendwann hau ich dich, weißt du das? Sie hat nicht mal ein Toaster-App. Toaster-App? Was ist denn ein Toaster-App? Nein, App, mit dem man toasten kann. Da gebe ich hier ein, wie lange, wie groß, wie braun. Ja. Hast du wieder nicht, nee? Nee, sowas besitze ich nicht. Sowas besitze ich leider nicht. Oi, 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 oi. Ein Oldschool-Toaster without App. Ja. Stell dir vor. Frankie ist mein Name. Der hat sie doch nicht alle, oder? Frankie ist mein Name. Toaster-App. Hast du für alles eine App? Ich? Na klar. Ja, du hast für alles eine App. Ich nicht. Man braucht einen Toaster, da braucht man eine App, ist doch klar. Oi, 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 oi. So. Ich würde sagen, wenn er kein Toaster-App hat, dann braucht er auch keine Besen-App mehr. Soll er zusehen, wie sie damit durch die Gegend kommen. Was brauche ich nicht mehr? Hä? Ich lösche jetzt dein Besen-App. Mein Besen-App. Oh Mann, ey. Leute, Leute. Besen-App. Jetzt tut er so, als ob er sich bewegt. Ja, normalerweise würde ich ja so immer grau, aber das Boot ist ja zu, was soll ich machen? Ja. Können wir gerne aufmachen, kannst du hingehen da. Ne, lass mal, ich dreh schon mit den anderen Eisfischen, dann brauche ich die Eisschuhe mehr. Ja. So, wartet mal, meine Damen und Herren, ich werde euch jetzt mal ein bisschen die... Ja, die Toasten hat sie mir so wieder weggenommen, ist ja klar, ne? Jetzt seht ihr mal an, hier. Toaster-App. Ja. Wahrscheinlich den ganzen Vormittag versuchen, im App Store das Toaster-App zu finden. Oh, was macht's denn jetzt wieder? Speck vom Fett befreien. Warum das denn? Ja, weil ich das nicht essen möchte. Wann kaufst du denn dann? Willst du das haben? Nee, ist ja deins. Ja, ich frag doch bloß. Du isst, tust ja sogar sonst nicht weg. Ich möchte kein Fett. Ha, 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 ha. Ja, ja. Das ist der Toaster. Oh. Ja. Das ist der Alarm, weil der Toaster ohne App betrieben wird. Das Ding ist auch blöd angebracht. Meine Güte. So, siehst du? Da ist das praktisch wie weggewedelt. So, Sven hat sich jetzt hier ein bisschen beobachtet, was die Dame da macht. Ja, was ist dann? Dann könnte er mir eigentlich nur zustimmen. Mit App wäre das nicht passiert. Du bist nicht ganz dicht. Du bist nicht ganz dicht, das ist einfach so. Na gut, ich werde mir diesen Schuh jetzt mal nicht anziehen. Ja. Schaut. Ja, komm! Also irgendwie. Diese Flugiritter da draußen, diese kleinen Vögel in Land, machen ganz schön Mist. Ja, Frankie, die machen ganz schön Mist. Hm. Hm. So, jetzt brauche ich noch was zu trinken. Das ist meine. Na, meine, was ist das? Meine Anti. Na? Kalorienverbrauchstüte. Naja, aber. So. Jetzt ist gut. Meine Güte, so ein Mist. Ist heiß? Tatsächlich? Ist ja ein Ding. Das frisch getoastete Baguette heiß ist. Hast du ja jetzt Bock abgeschossen.
Siehst du? Was sehe ich? Schwupp, wird gegessen. So sieht es aus, wenn die Oma Schinken isst. Das ist kein Schinken, das ist Speck. Jetzt werden die Leute sagen... Schinkenspeck. Guck, nein, die Leute werden jetzt sagen, das ist Schinken. Kannst du mal bitte nochmal? Weiß gerade nicht. Nochmal hochnehmen, die Leute. Die Leute hochnehmen? Das ist ganz schön schwer. Seht ihr, was da drauf steht? Da steht Speck, was ein eindeutiger Übersetzungsfehler ist. Ja, der Frank, der hat da einfach keine Ahnung von, wie man euch behandelt hier, wenn ihr auf dem Tisch, am Tisch seid. So. Seht ihr? So einfach ist das. Na, kommst klar? Hier. Was ist da noch wieder? Meinst du, was das ist? Keine Ahnung. Ich schmeiß mal meine Brötchen an. Ne? Ach. Ey, ihr habt nicht geklaut. Ey, das war meins. Ja, war. Das ist genau richtig ausgedrückt. Alter. Geht's dir gut? Ja, nicht wirklich, aber gerade ein bisschen besser. Du bist und bleibst frech und blöd und blöd und... Was weiß ich nicht noch alles. Wir müssen was Pulver kaufen. So, seht ihr? Jetzt nochmal Schinki, Schinki. Ne, Specki, Specki. Ach ja, Kinder. So. Jetzt könnte keiner mehr dran, den kannst du haben. Nö. Nicht. Was machst du da? Mein Brötchen. Ein halbes. Was? Alter Schwede. Lass dir schmecken. Esst ihr das auch immer so doppelt da drauf? Käse und Schinken und weiß ich was? Ich kann das nicht. Ich muss immer ganz dünn irgendwas drauf haben. Die Gabi isst, eigentlich isst sie nur Brot. Ja. Ja. Isst du nur Brot? Na nee, gut. Erzählt mir mal in den Kommentaren, wie ihr eure Brötchen esst. Würde mich interessieren. Der eine oder andere wird bestimmt ein Brötchen-App haben. Ja, ihr könnt mir natürlich auch euer Brötchen-App zeigen. Guck mal. Rotes Johannisbeer. Oh, das ist er ja. Mein. Schon beschlagen haben, wa? Mein Mann isst gerne Gelee. Johannisbeergelee, Erdbeergelee. Er mag keine Früchte, keine Stücke in der Marmelade. No. Wenn ich Marmelade selber mache, dann siebe ich das ja durch, dann sind keine Früchte da. Mhm. Aber er isst das nicht. Und jetzt habe ich beim deutschen Schlachter... Ich will ja auch keine Bienen im Honig. Johannisbeergelee gekauft. Kostet nur $6 das Glas. Von Edeka. Mhm. So, und dann müssen wir nach Winnipeg. Einen Truck anschmeißen und zu Biber bringen. Als wir jetzt letztens in New York waren.
Da hat der Frank in so einer engen Straße, das hatte ich auch gefilmt, in der engen Straße musste er da rückwärts in so ein Tor reinfahren, in so eine dunkle Luke. Und wo er nach vorne gezogen hat und den rückwärts langsam angefahren ist, da war unten eine Steinplatte, die kam hoch und hat ihm vorne rechts das ganze Plastik weggerissen. Na, nicht weggerissen, aber eingedrückt, verdreht, na wie auch immer. Jedenfalls knirschte und knatterte das ganz laut. Ja, und jetzt haben wir gesehen, dass da so ein bisschen was von dem Plastik rundherum da aus den Verankerungen raus ist und das lassen wir jetzt reparieren. Und bei mir auf der Seite ist die Funkantenne lose im Spiegel. Keiner weiß warum, ist halt lose. Müssen wir auch machen lassen. Ja. Naja, ist das hier zum Weggeschmissen schon? Ich habe das noch nicht hingepackt. Nein, ich doch auch nicht. Natürlich. So was mache ich doch nicht. Aber das nicht. Nein, so was mache ich nicht. Da war ja noch Speck dran. Tja. Nehmen wir die Leute mit nach Winnipeg. It's up to you. I'm just a driver. Naja. I'm just a driver. Ja, ja. So. Okay. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Sonst mache ich die Leute jetzt aus. Ich erzähle jetzt nicht mehr. Mit vollem Mund spricht man ja nicht. Ich muss mich jetzt um mein Gelee kümmern. Jetzt bin ich aber gespannt, was du jetzt machst. Ich gebe das aus. Warum hast du keinen Löffel mitgebracht? Wenn du schon Gelee hinstellst. Wenn du einen holen kannst, wenn du es essen möchtest. Nein, das war sehr furchtbar. Ich habe aufgepasst. Normalerweise geht er dann mit dem Messer da rein. Mhm. Im Moment ist das mit dem Löffel natürlich besser. Krieg mehr raus. Hey, ich bin schon ganz aufgeregt. Ja. Ja, ja, ja. Mann, oh Mann. Dein Kaffee ist ja Mann. Hm? Ich wusste, du wärst zu Timmy gefahren. Er hat seine Medizin gerade genommen. Hatten wir das schon erzählt? Hier drin? Natürlich nicht. Was hast du so erzählt? Der Frankie? Bin ich. Ja. Wo holst du immer deine Medizin? Bei Timmy. Und warum bei Timmy? Timmy hat Medizin for my brain. Aha. Also es gab einen Bericht, das weiß ich gar nicht in welchem, ist auch egal wo, und da stand geschrieben, dass Kaffee, je dunkler, desto besser, ja, gut für das Gehirn ist. Damit ist mein lieber Tim Hortons aufgestiegen zu meinem Apotheker. Weil er ja Medizin für mich verkauft. Was natürlich zur Folge hat, dass ich da jetzt täglich hin muss. Medizin. Medizin. Medizin vor meinem Gehirn. Ja. So. Jetzt wisst ihr also ganz genau Bescheid. Wenn ihr mich also seht und da steht irgendwas von Tim Hortons oder Kaffee, ist alles Quatsch. Je dunkler, desto besser. Ist alles Quatsch, was da dran steht. Ne? Stimmt's? Eigentlich ist das eine Apotheke. Je dunkler, desto besser. Je dunkler, desto besser. Deswegen trinke ich immer Espresso. Ja. Ja. Aber wenn sie richtig einen Kaffee trinkt, macht sie Milch rein. Damit scheidet die Wirkung. Das ist ja praktisch die Wirkung gleich null. Oh, bei Espresso mache ich keine Milch rein. Ja, aber sie trinkt nur einmal im Monat Espresso. Fast jeden Tag. Das bringt mal nichts. Fast jeden Tag. Ja. Ja. So, jetzt wisst ihr das also hoch. Warte mal jetzt, bis ich nach Rücken fahren muss. Wo geht's denn hin? Hier geht's hin.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Abladestellen. Ja, in Florida alle komplett. Ja. Das heißt, wir fahren als erstes nach? Sarasota. 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 Und dann? Und dann fahren wir nach Fort Myers. Und dann fahren Fort Myers viermal? Und Bonita Springs. Bonita Springs. Bonita Springs. Mal gucken, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Fort Myers wissen wir aber. Ja, ja, das ist klar, aber. Okay. So, und jetzt machen wir Feierabend für heute. Also Gabi macht Feierabend. Ich habe hier zu tun. Ich muss meine Arbeit vorbereiten. Das glaubt dir gleich noch jemand hier. Das ist ja nun mal so. Ja, ja. Ja, ich gucke mir das mache ich also generell immer so. Ich gucke mir also bei Google Maps immer an die Kunden an, wo ich da hinfahren muss. Dann weiß ich immer, muss ich von rechts, von links oder. Das stimmt, das machst du immer. Ja? Aber nicht vier Tage vorher. Nur wegen Langeweile ab wie jetzt. Ne? Ah, köstlich. Ja. Wir müssen jetzt am Freitag erst noch irgendwo hin, hier mit der bunten Oma. Ne? Die muss da zu einer Untersuchung und dann, ne, wisst ihr, wie das ist. Ältere Damen, vielleicht brauchen wir noch ein paar Ersatzteile oder so. Mal gegen. So, jetzt lassen Sie mal in Ruhe. Jetzt muss ich hier mal nachschauen. Alter. Bitte? Pass mal auf, dass du keine Ersatzteile brauchst gleich. Lass mich mal die Kamera ausmachen. So, wie heißt denn der schöne Ort? Okay, dann sagen wir Tschüss für heute. Sag doch mal Tschüss für heute. Du auch. Warum ich? Naja. Habe ich guten Morgen gesagt? Ja. Na gut, dann sei gut, tschüss. Heute Morgen beim Frühstücken haben wir guten Morgen gesagt. Ja. Gut, dann wünsche ich euch jetzt an den... Weiß ich gar nicht, was ich euch wünschen soll. Ich sage einfach tschüss, weil das macht... Ich weiß ja gar nicht, was ihr jetzt macht. Das ist ja wurscht. Die schlafen jetzt. Die schlafen jetzt. Ja. Da aber ist es jetzt 12 Uhr. Ja, aber wenn nachts. Die das gucken, dann schlafen die nicht. Ah. Aha. Ja, ja. Oh Mann, ey. So, wie heißt das? Okay. 8150. Also, schlaft gut. 8159. 25. Oh, okay. Bis dann. Tschüss. 25. CTE. Was ist das denn?